Hallo Leute, willkommen zurück und da habe ich bei der letzten Verabschiedung voll das N irgendwie verschlusst von Tschüss mal! Etwas Tschüss mal! Naja, okay, kommt öfter mal vor. So, wir haben natürlich hier nicht umsonst, haben wir hier natürlich schön viel Platz, um eine spontane Teleportation durchzuführen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, komme ich hier wieder her? Ne, ich komme nur zur Tür. Oh, doch. Ah, ich kann immer wieder zum Tender Village mich beamen. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Ich habe echt Angst. Pokémon, hoffe ich, hast du keine Scheiße gebaut. Wow, 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 wow. Ach, aua, Mann. Okay, 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 warte. Ich schaff das schon. Teleport. Zack, nach Winters. Wow, 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 wow. Ah, Mann. Mann, ey, das klappt nicht mehr. Weil ich bin so unfähig. Alter, voll weggebasht. So. Ups. Na toll, was denn jetzt? Oh nein. Hallo. Hallo. Ich bin's wieder. Die Kaugummi, das ist die Frau vom Kaugummi-Affen. Ja, okay. Hm, ach so. Oh mein Gott. Warte mal, wer bist du denn? Nee. Ah, hier, Dings, hier. Na, wie hieß er? Jeff, lange nicht gesehen. Du bist größer geworden. Oh, ich habe nicht gerade die Zeit, um mich mit dir zu unterhalten. Toni wird vermisst. Ach, Toni, okay, der war doch nicht. Ah, Toni! Ich habe gedacht, er wäre bei dir, aber er ist gerade verschwunden. Eigentlich ist er sehr gewissenhaft, dass er immer so eine Nachricht hinterlässt, wenn er irgendwo hingeht. Was, Toni ist weg? Alter, das gibt's ja nicht. Den mach ich fertig. Warte mal, wo ist denn Toni hin? Warte, hätte ich mich schon direkt zum Labor beamen können? Wartet mal. Nee, ich kann nur über Winters. Also muss ich jetzt auch wieder. Na, eigentlich muss ich mit Tessie muss ich eigentlich darüber, aber das wird doch nicht klappen, oder? Ich guck mal. So, hat der Shop irgendwas? Hat der Shop irgendwas Neues? Dum, bum, bum, bum. Hallo, na, was willst du denn, Mann? Was kann ich für dich tun, Mann? Hat der denn nur wieder so ein Mist hier? Das brauche ich alles. Nicht, nein, das will ich nicht. Ich komme nie wieder. So, okay, denke ich mal ganz kurz gucken. Toll, Toni wird vermisst. Der wird bestimmt unten am See sein, oder? Oder wo kann der kleine Typi nur sein? So, komm, mit einem Schlag down, oder nicht? Alter, hallo? Was zum... Oh, ey, das gibt's doch nicht. Sind das neue Monster? Nee. Zack, dum, dum, bam. Der Wooden Scrambler. Woolly Scrambler, so ist das down. Zack, Po hat daneben gebasht. Und auch Ness basht daneben. Autsch. Boah. Übel, Mann. Das haut rein. Leute, könnt ihr euch vorstellen, wir sind jetzt schon beim 70. Part. Und wir haben noch nicht mal 7 heilige Melodien. Was macht ihr denn da? Oh nein. Po ist... Okay, jetzt hat nicht geklappt. Po ist zu cool. So. Dass die nur so stark sind, ey. Ja, 3000 gibt es gerade mal. Was soll das? Wo kommen die alle her? Warum sind die noch so stark? Ich heile erstmal hier mit Life Up den Jeff. Zack, Ness heilt Jeff um 110 KP. Das ist wunderbar. Ja, das ist wundertollig. Lalalalalalala. Man hau doch einfach ab, du dummes Prisma. Oder was auch immer für eine geometrische Form du bist. Ach. Dass ich die nicht down kriege, ey. Was soll denn das? Das sind doch viel voll die Lappen. Voll die Lappen, Mann. Heavy Bazooka. So, Alter, Thunder. Einfach Thunder. Gamma. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Doch. Yes. Alter, 200 Damage. Mann, Ness, ey. Ness hört immer daneben. Ja, bestimmt, weil er zu stark wäre. Wenn er treffen würde. Das gibt's nicht. Zack. Alter, doch noch den Trottel da getroffen. Autsch. Wie gesagt, finde ich blöd. Das System, das Spiel weiß, Ness ist übelst stark. Und deswegen steht er immer öfter daneben. Das ist also deren Ausgleich, dass es fair bleibt oder was. So, oder ist er schon wieder homesick? Nein, eigentlich nicht. Der würde ja wieder labern, dass er eine Pizza fratzen will. Der kleine Typ, ey. Nee, seht ihr, dem geht's doch gut. Dem geht's doch supi. Also, warum schlägt der immer daneben? So, habt ihr Toni gesehen? Das sind viele Monster. Hm. Frag mich, was passiert ist. Du solltest hier bleiben und da bist du sicher.
So, warum erholt ihr euch nicht erstmal eine Weile? Okay, na klar. So, ist wieder vollfüllen. So. Sehr cool. Dankeschön. So, wo ist denn jetzt Tony? Der wird hier wohl nicht sein. Das ist voll schlecht. Und ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich muss zu dem Hotel. Wie bin ich denn das eine Mal zum Hotel, Mann? Das ist doch Quatsch. Ich muss zu dem Labor. Wie bin ich denn das eine Mal zum Labor gekommen? Ach stimmt, ich bin hingeflogen. Das war so relativ automatisch, sag ich mal. Aber so führt jetzt kein Teleportweg dran dahin. Und nur der Weg über das Meer. Hoffentlich ist Tessie wieder da. Hoffentlich. Wenn, durch den Dungeon muss ich ja nicht mehr. Da habe ich ja schon den Pencil Eraser benutzt. Also, ja. Ich glaube, ich muss hier hin. Sonst hättet ihr bisher nie einen Nutzen gehabt, da den Eisenbleistift wegzumachen. Habt ihr Tony gesehen? Oh, wo bist du, mein Freund? Sie kamen und haben dich weggeholt. Komm zurück, Sebastian. Hey, das ist ein Haiku-Poem. Ein Haiku-Gedicht. Naja, okay, so ein japanischer Siebenzeiler, ja, das wissen wir doch. Haiku ist nicht da. So, Haiku sag ich schon mal, Toni. So, ich weiß nicht, ob ich wieder pennen muss oder nicht. Nee, aha. Aha, wer bist du denn? Da ist der Affe. Das ist so schockierend. Er war so ein toller Typ. Hä, was? Wer denn? Toni oder was? Nee, Sebastian. Der wurde gekidnappt. Sebastian? Wer ist Sebastian? Was? Wir suchen Toni. So, hast du Toni gefunden? Denkst du, Sebastian wurde gekidnappt, weil er... Und er wird morgen in der Zeitung sein? Hä? Was zur Hölle, Mann? Was geht hier So, Äffchen. Kikiki. Ja, ich habe ein bisschen Kaugummi. Alles klar. Wir sind auf der richtigen Fährte. Sehr schön. Wie Po guckt. Wie alle gucken. Wir sehen ja alle, außer Jeff, sehen das jetzt alles zum ersten Mal. Und Jeff nur so, Und Po auch nur so, was soll das denn? Wie das Vieh aussieht, Mann. Was eine komische lange Gesicht. So. Cool, du Monkey. Alles klar. Wir sind wieder an Bord. Wir passen alle an die Ruf. Egal. Wer spielt hier die Trompete? Egal. So, bloß, also aber ich schätze mal, wenn wir jetzt beim Labor waren und nach dem Rechten gesehen haben, werden wir zwei Optionen haben. Entweder hat er denn schon den Eraser fertig gebaut, der stand ja unter Stonehenge, da geht's ja weiter. Oder wir kriegen halt dieses Buch und können dann halt da in dem Dorf weiter und keine Ahnung. So, tschüss, lieber Affe und liebe Tessie. Haut da rein. Dem, bam, bum. So, muss ein bisschen weiter, Leute. Wir haben schon 70 Parts, das dauert zu lange. Schnell! Dum, bum, bum. Oh Gott. Da sind mir zu viele von den Prismen und hoffentlich sind sie jetzt verschwunden. Nö, sind noch alle da und das kotzt mich an. Ich will nicht gegen so eine Lappen kämpfen. Na also, schon sind sie weg und ich komme hier einfach durch. So, das haben wir schon lange Zeit vorher gemacht. Sehr gut. Ach, sind sie hier? Ach so. Na, ja, nicht mit mir, Mann. Ob da jetzt noch irgendwas ist? Ob hier noch irgendwas jetzt wäre? So von wegen, der Typ von damals ist weg. Oder irgendwie sowas. Ach, hier wird nicht mehr sein. Nicht umsonst kann man da eine Abkürzung nehmen. So, haut schnell ab. Mann! Diese dummen, schnellen Dinger auch noch. Guckt euch den Lappen an, den mach mal fertig, los. Bashen. Aber anscheinend, ich glaube, so fertig schon geschnallt. Wenn es nicht möglich ist, dass vier Angriffe von uns den töten würden, doch, schaffen sie ja doch, denn, okay, meine Theorie wird zerstört. Ich wollte gerade sagen, dass wenn vier Angriffe den Vieh nicht töten würden, kommt es zum Kampf. Und wenn vier Angriffe es töten würden, kommt es halt nicht zum Kampf. Dann ist es sofort down. Aber weder das eine noch das andere hat gestimmt. So, jetzt hier auch ganz schnell durch. Hier dürften ja inzwischen alle vor uns abhauen. Ich komme hier nicht durch.
Mach doch mal Platz hier. So, okay. Drone, drone. Komische Mucke hier. So, ja, haut bloß ab. Haut schön ab hier, ey. So, ja, du hast auch ab, du Höhlenkrokodil. So, Mann, warum kommt man nicht durch? Was zum... Okay, so. So, aus dem Weg, aus der Bahn. Ich bin ja bloß auf der Durchreise. Ich will bloß so Jeffs Vater ins Labor. Ey, das war doch Poki. Ich hab das an der Mucke gehört, ey. Düpp, düpp. Nee, warte mal, hier geht's nicht lang. So, Alter, wie es laggt hier, weil so viele Gegner auf dem Bildschirm sind. So, alle hier hoch. Alter, alles voll. Ich bin nicht mal auf derselben Ebene. Down, alles klar. So, trotzdem 2,5. Voll cool. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mist, sind das jetzt alle? Nee, sind da bloß so wenig. Ich dachte, ich krieg die jetzt mit einem Schlag down, dass ich ganz viel Erfahrungspunkte krieg. Dum, bum. Obwohl, so viel sind sie auch nicht. Okay, Po ist leider ein bisschen schwach. Oh no. Das starke Krokodil. Alter, Ness, was ist denn bitte? Leute, Ness haut immer daneben, das ist scheiße. Könnt ihr da mal irgendwas zu sagen? Warum haut der immer daneben? Der ist nicht homesick. Der wird einfach nur der Stärkste sein und deswegen. Nö, du haust daneben. Dum, bum. Damn, wow. Naja. Okay, da ist er echt besser, weil man da wird echt irgendwie cooler, wenn ich andauernd mit seinen Psy-Attacken angreife. Oh Mann! Po! Wenn ich mit seinen Psy-Attacken angreife, dann scheint er immer mehr zu treffen, immer besser zu treffen, vor allem mit dem Gaming. Auch wenn Spätchen noch so stark ist, ja, guck mal, ja, jetzt zieht er hier 781 ab. Das ist natürlich super. Super scheiße. Ne, ist, wenn er viel zu spät kommt. Aber egal, man will nicht meckern, wir sind gleich beim Hotel und dann. Ist das alles kein Problem? Da haben wir nämlich ein anderes dickes Problem und das heißt Poki! Hoffentlich ist das Apple Kid jetzt liegt bestimmt irgendwie am Boden und dann, oh, es ging alles so schnell. Es war ein dickes Kid oder irgendwie sowas. Oder wohl, ich sollte nicht versuchen, das Spiel zu predikten. Sollte ich wirklich nicht. Das sollte ich wirklich nicht machen. So, hier bei Stonehenge. Ach du Scheiße. Hier bei Stonehenge kann man. Mann, keine Chance zu entkommen, wenn wir so einen langen Schweif an Leute haben, ey. So, der Mighty Bear, der reicht ja auch aus, Mann, der macht ja auch platt. Außer hauen alle daneben. Warum hauen die alle daneben? Oh Mann, ey, warum? Das geht ja Schlitz. Natürlich. Der wäre bestimmt schon längst tot. So, der eine Treffer, der vorhin daneben ging, und der wäre tot, siehst du? So. Alle drei eine Schikane hier, das Spiel will mich einfach nur ärgern. Das Spiel will mich einfach nur ärgern. Es kann nicht anders sein. Boah, was ist denn hier los, Alter? So. Der Typ labert auch noch denselben Mist. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Was ist jetzt los? Ach du Mann, ich bin jetzt offen. Was ist hier los? Typ, was ist passiert? Oga, kann ich dir helfen? Waka, waka, nee. Okay. Was ist hier passiert, Mann? Ich habe auf dich gewartet. Mein Master, das Apfelkind, hat seine Eraser-Maschine komplettiert. Als er dich angerufen hat, wurde er gekidnappt. Oh mein Gott. Es hat sich angefühlt wie das hier. Drei Ausrufezeichen. Ich war hier, aber ich war hilflos. Es tut mir sehr leid. Egal, nimm diese Maschine hier. Zack. Okay, jetzt haben wir echt den... Ness hat den Radiergummi-Radierer bekommen. Scheiße. Okay. Aber ich halte mich... Ich gucke jetzt nochmal nach dem Buch. Hier soll es ja ein Buch geben. So, was sind das hier? Sofortiger Revitalisierungsmaschine. In ein paar Sekunden sind sie wieder komplett cool. Okay. Ja, ja, sehr schön. So. Hier irgendwo in der Schublade oder sowas. Irgendwo sollte er hier ein Buch haben. Warte mal. Nee, hat er nicht. Und hier oben war jetzt auch nicht viel. Ja, wo ist denn jetzt überhaupt sein Vater? Der ist doch weg. Na, dann hat der Vater bestimmt im Besitz oder so. Na gut. Toll, wurde gekidnappt. Mann, so ein Mist. Aber alles klar, Leute, ich speichere mal ganz kurz hier am besten nochmal. Falls irgendwas da unten gleich schief geht, weil ich erinnere mich gerade an ein bisschen eklige lila Böden und das Stonehenge, ne? Und naja, wir kriegen alle bald wieder ein Level up. Sehr cool. So, ich bin gespannt. So, gute Nacht und ja, wir machen weiter. So. Ob es da unten die siebte Melodie gibt, nebenbei. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen. Weil es so ein Ort ist, an dem man schon längst hätte gewesen sein können und so. So, zack. Einfach ins Hole. Ja, die kuschkranke Wookie hier, ey.
Alter, hier ist ein Radiergummi, Mann. Ich erinnere mich. So. Zack, benutzen. Ness, benutzen Eraser, Eraser. Und aus irgendeinem Grund verschwindet der eiserne Radiergummi. Sofort. So. Alter, was ist denn das hier für ein... Wo bin ich hier, Mann? Ich merke schon gleich wieder, ich muss gleich wieder meine Mutti anrufen, ich merke das schon. So. Oh nein. Oh oh, ein Starman. Die kenne ich. Und die sind scheiße. Die sollen sehr, sehr stark sein. Aber ich gucke erstmal hier lang. Der versperrt bestimmt nicht umsonst den Weg. Oh, da ist ja noch einer, der den Weg versperrt. Halt, was ist da drüben? Also, ach du meine Güte. Also ich weiß nur, dass die halt sehr stark sein sollen. Okay, dann mache ich erstmal nur einen platt. Dann kann ich da in den Tunnel. Hä? Ach nee, halt. Hä? Warte mal, wo waren da jetzt? Ach so. Ah, das sind normale Gegner, die immer wieder verschwinden. Okay. Okay, alles klar. Ich dachte, der wäre so ein Wächter, der da rumsteht und Wache hält. Upsala. Oh, oh. Okay, es ist nur so ein Typ. Mach ihn down! Jeff! Ja? Heavy Bazooka! Alles klar! Und Po! Ja? Starstorm! Oh, ist das teuer! Nee, dann mach lieber einen Firestorm! Freestorm! Muck Senior! Knacks! Oh oh. Freeze Better? Ach du Scheiße! Oh! Ist klar! Oh Mann! Oh ey! Na, ist haut daneben! Das ist zum Kotzen. Schnell, du musst Po heilen. Und alle anderen erstmal bashen. Schnell. So, schnell. Bevor er down geht. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Heavy Bazooka. Und down. Okay. Das darf einfach nicht wahr sein. Okay, schön, wir Erfahrungspunkte noch in so einen Typen platt machen. Wir haben alle wieder ein Level up. Oh Gott, oh Gott. Okay, das ist dieselbe Tür. Okay, gut. Ach, wohl nur um 100 heilen, das geht doch nicht. Na, nicht Healing. Mann, Life Up. Ich habe auch Healing bei dem Kampf gerade gemacht, ne? Ich Trottel. So, aber jetzt hat er überlebt. So. Zack, next out. So, komm her, du Spinner! Dich mach mal platt. So. Okay, dann will ich jetzt mal versuchen. Paula, die greift immer so schön zuerst an. Psy-Schild. Genau. One of us, all of us. So, Psy-Schild, der schützt vor Psy-Attacken. Und nicht vor direkten Attacken, also. So, das ist echt cool, dass die so zuerst angreift. Das ist sehr, sehr geil. So, Feuer, nee, Eis hat nicht geklappt. Probier's mal mit Thunder. So, Psy-Schild, Summenzeichen oder Esther. So, Psychic-Schild beschützt unsere Buddies. Alles klar, ist wieder mal spannend. Heavy Bazooka! Oh Mann! Ness, du Kleiner! Was ist denn los mit dir? Oh oh, Psy-Freeze Better. Und jetzt bin ich gespannt. Okay. Zack! Sehr schön! Das Schild hat absorbiert. Das ist doch geil, Mann! So, Mega Smash! Yes! Aber Paula ist jetzt irgendwie. Irgendwie kommt mir Paula bisher nützlicher und stärker vor als Ness, weil Ness ist voll der Lappen, der immer daneben haut! 58. Bringt nix. IQ steigt zwar, aber er ist nicht schlauer und trifft trotzdem weniger. 13 KP ist cool, 2 PP ist schlecht. Yes, Paula Level 53. Dum, bum, bum, bum. HP um 1, PP um 2. Po ist Level 43. Dum, bum, bum, dum, dum. Der Einzige, der nichts abgekriegt hat, ist mal wieder ein Chef. Aber okay. So, Geschenk. Ja, damit, was ist hier drin? Ein Spicy Jerky. Okay. Jetzt hätte ich auch wieder was zum Übergießen. Einfach. Ey, verdammt, Leute, wo bin ich hier? Ich hab da so eine Angst. So. Und der olle Starman hat sich hinter uns teleportiert. Okay, okay, ein Muckmann und seine Konsorten. Ness, du bist eine Lusche, du triffst eh nicht, du haust jetzt damit rein. Weil du eh nicht triffst. Das ist mit Bashen, das ist voll scheiße. So. Aber Assist. So, schön schieden. Jeff. Heavy Bazooka. Und Po. Starstorm! So. Zack, Esther. Beschützt. Schützt, die werden jetzt bestimmt alle nur noch so eine Scheiße machen oder angreifen. Auf jeden Fall weiß ich, dass dieser komische Mock-Typ da nur mit Psycho an Dinger angreift. Heavy Bazooka. Oh, sehr geil. Starstorm! Wow, der richtige geil. So, tschüss, Mann. Oh, und der Starman. Oh, oh. Psy-Magnet.
Oh nein! 2 PP vom NES geklaut. Gaming Better! Yo, yo! Lange nicht gesehen. So. Okay, jetzt aber, jetzt reicht's auch mit Bärchen hoffentlich. Zack! Okay, und tschüss. Gut. Muss ich doch keine Angst haben vor denen. Und solange ich eigentlich die ganzen coolen Heildinger. Ah, oh, 11.000! Jeff ist Level 52. Solange ich die ganzen geilen Heildinger dabei habe für. Oh, 3 Offensive, gut. Für Dings, für PP, kann ich eigentlich immer jetzt hier mich mit Starstorm durchhauen. So, 3 AP, alles klar. Freunde, aber ich würde sagen, ich bin ja soweit ganz safe. Ich bewege mich mal nicht, sonst kommt hier irgendwie so ein Typ hingeportet. Und, so. Jetzt bin ich aber auch neugierig, ey. Okay, hier ist gerade keiner. Ich gehe mal weiter. Alles erkundet bisher. Ich kann ja weitergehen. So, nächster Eingang. Oh, war ja. Jetzt bin ich ja doch sehr neugierig. Okay, alles klar. Leute, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich hoffe, wir werden nicht komplett gefreezed oder irgendwie sowas. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Part 70. Bis dann, Leute. Ciao.